Hallo Leute, Namaste, willkommen in meiner indischen Küche. Heute gibt es ein Weißkohlrezept. Es ist ein Alltagsrezept und dafür brauchen wir ungefähr 20 Minuten. Es geht sehr schnell. In Indien essen wir diese Sabji mit flatem Brot, besonders mit Paratha. So, ich hoffe, versucht ihr auch. So, jetzt fangen wir mal an. 500 Gramm Weißkohl, die habe ich hier versucht, ein bisschen dünn zu schneiden. Ein Teelöffel Ingwer, eine Kartoffel, eine Zwiebel, ca. 70 Gramm Erbsen, eine Tomate, halben Teelöffel Chilipulver, ein Teelöffel Salz, halben Teelöffel Kreuzkümmel, ein Teelöffel Korianderpulver, ein Teelöffel Senfsamen, halben Teelöffel Kurkuma-Pulver und ein bisschen Asafoetida. Es hat einen starken Geschmack und Geruch, so ein bisschen wäre genug. Öl erhitzen, Senfsamen, Kreuzkümmel und Asafoetida hinzufügen. Dann kommt Zwiebel rein und andünsten. Ingwer und Kartoffel hinzufügen und kurz anbraten. Dann fügen wir die Gewürzen rein, so Salz, Kurkuma-Pulver, Korianderpulver und Chili-Pulver hinzufügen. Auf niedriger Hitze ganz kurz anbraten. Dann fügen wir Weißkohl hinzu und alles gut vermischen. Am Ende fügen wir Erbsen und Tomaten hinzu und die Sabji auf mittlerer Hitze für ca. 10 Minuten anbraten. Auch inzwischen mal ein bisschen umrühren und dann weiter kochen. Und nach zwischen 10 bis 15 Minuten ist dieses Sabji gut durchgekocht. Es hat einen milden Geschmack. Wie ich schon gesagt habe, wir essen es sehr gern mit Flattenbrot. Und noch eine Kombination, Basmati Reis, Dal und dieses Weißkohl Sabji. Die zusammen schmecken sehr lecker. Heute habe ich Paratha damit. So, ich hoffe euch, dass es euch gefallen hat. Bitte versucht mal und die Zutaten stehen unten in der Infobox. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!